Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 8. Der Tagesordnungspunkt 8 ist die Wahl der Mitglieder und der stellvertretenden Mitglieder im Kuratorium der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Nach Nummer römisch 5 der Satzung der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung wird für jede Legislaturperiode ein Kuratorium gebildet, dem 9 Abgeordnete angehören. Die Mitglieder des Kuratoriums und ihre Stellvertreter werden vom Landtag nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt. Mit den Drucksachen, die Ihnen vorliegen, 20-227, 20-228, 20-229, 20-230 und 20-235, sind Ihnen die Wahlvorschläge benannt. Werden weitere Vorschläge gemacht? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Ich gehe davon aus, dass die Vollzähligkeit der Fraktionen weiterhin gegeben ist. Es sieht jedenfalls so aus. Und auch hier ist mit den Fraktionen besprochen worden, dass die Wahl offen erfolgen kann, wobei jeder Abgeordnete für die Wahl der Mitglieder wieder über eine Stimme verfügt. Meine Damen und Herren, widersprechen Sie der Wahl durch das Handzeichen? Das ist offensichtlich nicht der Fall und darf jetzt über die Wahlvorschläge abstimmen lassen. Wer dem Wahlvorschlag der Fraktion der Freien Demokraten, Drucksache 20-227, zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Abgeordneten der Fraktion der Freien Demokraten, und das müsste die Zahl 11 sein. Wer dem Wahlvorschlag der Fraktion der AfD, Drucksache 20-228, zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die 18 Abgeordneten, 17 Abgeordneten der Fraktion der AfD. Wer dem Wahlvorschlag der Fraktion der CDU und Bündnis 90 die Grünen, Drucksache 20-229, zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die 67 Abgeordneten der beiden Fraktionen. Wer dem Wahlvorschlag der Fraktion der SPD, Drucksache 20-230, zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die 29 Abgeordneten der SPD. Wer dem Wahlvorschlag der Fraktion DIE LINKE, Drucksache 20-235, zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die 9 Stimmen der Fraktion DIE LINKE. Gibt es Stimmenthaltungen? Keine Stimmenthaltungen. Bei einer Stimmenthaltung. Das Abstimmungsergebnis wird jetzt am Direktorenplatz berechnet. In bewährter Art und Weise hat Frau Strauß-Zielbau und Herr Seibert das alles entsprechend berechnet. Es bleibt dabei, ne, Frau Strauß-Zielbauer. Kann das Ergebnis bekannt geben. Zu Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern im Kuratorium der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung wurden gewählt als Mitglieder der Abg. Moritz Promny, Freie Demokraten, der Abg. Dr. Frank Grobe, Fraktion der AfD, der Abg. Tobias Utter, der Fraktion der CDU, der Abg. Jürgen Banzer, Fraktion der CDU, die Abg. Silvia Brünnel, Fraktion Bündnis 90 die Grünen, der Abg. Frank Diefenbach, Bündnis 90 die Grünen, der Abg. Christoph Degen, Fraktion der SPD, die Abg. Angelika Löber, Fraktion der SPD, der Abg. Jan Schalauske, Fraktion DIE LINKE, der Abg. Armin Schwarz, in Klammern Fraktion der CDU, wurde nicht gewählt. Zu stellvertretenden Mitgliedern wurde gewählt der Abg. Matthias Büger, Fraktion Die Freien Demokraten, der Abg. Rolf Kahn, Fraktion der AfD, die Abg. Sabine Bächle-Scholz, Fraktion der CDU, der Abg. Dirk Bamberger, CDU, der Abg. Felix Martin, Bündnis 90 die Grünen, die Abg. Nina Eisenhardt, Bündnis 90 die Grünen, der Abg. Gernot Grumbach, SPD, die Abg. Dr. Daniela Sommer, SPD, die Abg. Elisabeth Kuhler, DIE LINKE, der Abg. Frank Steinrath, in Klammern CDU, wurde nicht gewählt.